Die chinesische Regierung hat die Ausgabe spezieller Staatsanleihen angekündigt, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Das gab Finanzminister Lan Fuan in Peking bekannt. China werde in den nächsten 3 Monaten umgerechnet fast 300 Milliarden Euro für Sonderanleihen bereitstellen, sagte er. So solle den großen staatlichen Geschäftsbanken geholfen werden, ihr Kernkapital wieder aufzufüllen, ihre Risikoresistenz und Kreditvergabefähigkeit zu verbessern und die Entwicklung der Realwirtschaft besser zu fördern. Auch die Schuldenobergrenze für Kommunalverwaltungen soll angehoben werden. Schon im vergangenen Monat hatte Chinas Führung umfangreiche Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Besonders der Immobiliensektor steckt in der Krise. Hinzu kommen eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein schwacher Binnenkonsum.